Kim besitzt ein altes Haus und möchte es gerne renovieren. Kim schweben viele tolle Dinge vor Augen, die man mit dem alten Gebäude machen könnte. Doch Kim weiß leider gar nicht, was alles tatsächlich zu renovieren ist und wie hoch die Kosten dafür kalkuliert werden müssten. Daher beschließt Kim, sich erst einmal ein genaueres Bild davon zu machen, in welchem Zustand das Haus ist, bevor konkrete Gedanken über die Veränderungsziele gemacht werden können. Kim ruft einen Statiker, um den Dachstuhl zu kontrollieren, und eine Elektrikerin, um die Leitungen zu überprüfen. Außerdem kommt ein Fachmann, um sich die Heizung anzuschauen. Schließlich erstellt eine Bausachverständige ein Gutachten für Kim. Darin wird der Zustand des Hauses genau dokumentiert. Denn erst mit dem ganz genauen Wissen über den Zustand des Hauses kann Kim Veränderungen und das weitere Vorgehen planen. Viele Unternehmen und Organisationen wollen Veränderungen einleiten und dafür konkrete Ziele definieren, um sich dann auf den Weg zu machen. Doch bevor man dies tun kann, ist es nötig zu wissen, wo man genau steht. Im Unternehmenskontext spricht man hier von einer Bestandsaufnahme. Auch im Rahmen von digitalen Transformationsprozessen in Unternehmen und Organisationen ist diese Bestandsaufnahme essentiell. Es müssen alle wesentlichen Aspekte erhoben und zusammengeführt werden, die den Veränderungsprozess beeinflussen, bevor Ziele definiert und der Transformationsprozess eingeleitet werden kann. Doch woher weiß ich als Leitung eines Unternehmens oder einer Organisation, was die wesentlichen Aspekte zur Bestandsaufnahme bei der digitalen Transformation sind? Grundsätzlich kann man sich dabei an dem MTO-Ansatz orientieren, der 3 Ebenen definiert, die wesentliche Aspekte für eine Bestandsaufnahme und für Veränderungsprozesse aufzeigen. Den Menschen, die Technik und die Organisation. Diese 3 Ebenen überlappen sich und eine Betrachtung aller Ebenen ermöglicht eine ganzheitliche Analyse des Arbeitssystems. Mensch, Technik und Organisation müssen also in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und ihrem Zusammenwirken verstanden werden. Betrachtet man den Menschen in einem Unternehmen, so können wesentliche Aspekte bei einer Bestandsaufnahme die Mitarbeiterzufriedenheit und die individuellen Kompetenzen, die Mitarbeitende mitbringen, sein. Weitere Faktoren sind die Erwartungen der Beschäftigten an die Arbeit und die Wahrnehmung der Arbeitssituation. Bezogen auf die digitale Transformation in einer Organisation können Faktoren der Ebene Mensch beispielsweise die Technologieoffenheit und Bereitschaft zur Technologieanwendung sein oder auch Befürchtungen, die mit der Technologienutzung einhergehen. Um auf der Technikebene eine Bestandsaufnahme durchzuführen, sollte man sich beispielsweise fragen, wie die aktuelle technologische Infrastruktur aussieht. Welche Hardware und Software ist schon vorhanden? Denn im Zuge der digitalen Transformation eingeführte Technologien sollten, falls vermeidbar, nicht konträr zu den bereits vorhandenen Infrastrukturen stehen. Auf der Organisationsebene sollte man bei einer Bestandsaufnahme analysieren, was die Unternehmensstrategien und Ziele sind und wie das Unternehmen organisiert ist. Technologien, die eingeführt werden, sollten stets zur Organisationskultur passen, weshalb man diese in einem ersten Schritt erfassen sollte. Beispielsweise kann es sein, dass im Unternehmen vorwiegend in Teams zusammengearbeitet wird, wozu dann jedoch keine Technologie passen würde, die nur Einzelarbeit fördert und entsprechend Teamarbeit unterbinden würde. Daher sollte man sich hier konkret überlegen, ob die eingeführte Technologie zu der Unternehmenskultur passt. Wenn Sie in Ihrer Organisation eine Bestandsaufnahme durchführen wollen, müssen Sie also Daten zu den 3 Ebenen Mensch, Technik und Organisation sammeln. Teilweise können Sie hier bereits vorhandene Unterlagen zusammenstellen, die viele Aspekte schon abdecken. So können Sie beispielsweise die Unternehmensstrategie und Ziele häufig aus bereits verschriftlichten Dokumenten entnehmen. Auch Organigramme können dabei helfen, die Bestandsaufnahme auf Ebene der Organisation durchzuführen, da der Aufbau und die Zusammenarbeit im Unternehmen oder der Organisation hier deutlich werden. Auch auf Ebene der Technik sind meist die relevanten Daten schon vorhanden. IT-Abteilungen haben beispielsweise meist ein Verzeichnis im Einsatz befindlicher Software und kennen die technische Infrastruktur äußerst detailliert. Auf der Ebene des Menschen ist es manchmal schwieriger, die Aspekte, die relevant für eine Bestandsaufnahme sind, zu erfassen. Diese lassen sich selten aus bereits vorhandenen Unterlagen zusammenstellen.
Daher bedarf es für die Erfassung individuumsbezogener Ausgangsbedingungen häufig gezielter Erhebungen, um beispielsweise die Zufriedenheit der Mitarbeitenden oder deren Einstellung zur Technologie zu erfassen. Je nach Unternehmensgröße bieten sich hierzu verschiedene Erhebungsmethoden an. So könnten Sie beispielsweise Mitarbeitenden Gespräche führen, entweder in Form eines eher freien Interviews oder anhand eines standardisierten Leitfadens. Bei größeren Belegschaften ist es meist pragmatischer, anonyme Befragungen durchzuführen, online oder analog, um die Aspekte der Ebene Mensch zu erfassen. Eine weitere Möglichkeit bieten Gruppendiskussionen, wenngleich hier weitere soziale Faktoren wie Gruppenzwang und soziale Erwünschtheit eine Rolle spielen. Wichtig bei der Bestandsaufnahme bezüglich der Mitarbeitenden ist es, nach der Erhebung stets die Ergebnisse mit äußerster Transparenz zu kommunizieren. Die verschiedenen relevanten Aspekte der Ebenen Mensch, Technik und Organisation müssen also in einem ersten Schritt in einer Bestandsaufnahme durch verschiedene Erhebungen erfasst werden, um darauf aufbauend den Veränderungsprozess planen zu können. Im Rahmen des Projekts Belvedere haben wir ein Unterstützungstool zur Selbstbewertung entwickelt, das bei der Erhebung relevante Aspekte unterstützen kann. Mit diesem Instrument können Sie einen ersten Eindruck gewinnen, wo sich Ihre Organisation auf dem Weg der digitalen Transformation befindet. Im Zuge der Renovierungsarbeiten hat Kim nun als ersten Schritt die Sachverständigen zu Rate gezogen. Kim weiß nun detailliert über den Zustand des alten Hauses Bescheid. Das Dach kann zum Glück bestehen bleiben, allerdings wird Kim eine neue Heizung benötigen. Mit diesem Wissen kann Kim nun planen, wie bei den Renovierungen vorgegangen werden muss und wie die Kosten zu kalkulieren sind.